Ja, hallo ihr Lieben, Hallöchen. Ja, da bin ich mal wieder. Ich glaube, ich mache jetzt mal nur einen ganz kurzen Clip. Ich bin hier wieder unterwegs in Brandenburg. Da seht ihr das Rapsfeld. Und das ist vielleicht Getreide oder so. Habe ich noch nicht so genau untersucht. Ja, und ich bin jetzt seit einer ganzen Weile dabei, so Wildkräuter zu sammeln und zu essen. Zum Beispiel Löwenzahn. Gibt's zum Beispiel hier. Hallöchen. Das ist super. Super geil. Wahrscheinlich mega gesund und kostenlos. Muss man halt ein bisschen gucken, wo man das einsammelt, dass es da möglichst keine Verunreinigungen hat. Ansonsten kann man es halt natürlich auch waschen. Also wir haben im Garten da auch eine ganze Menge und haben das dann vorsichtshalber immer gewaschen, weil dort eine ganze Menge Katzen, also mehrere Katzen rumlaufen. Ja, also Riesenteil. Voll lecker. Hier gibt es noch mehr. Hole ich mir mal noch zwei. Mal gucken, dass da möglichst, dass man so eine Stellen auswählt, wo wahrscheinlich keiner hingepullert hat. Kann man auch noch mal dran riechen. Also das ist ein Riesending, das sind da diese Pollen, ne? Sieht man. Besonders, also die sind unterschiedlich alt vielleicht. Also die eine ist vielleicht schon ein, zwei Tage, oder? Weiß ich nicht genau, weil die so rund ist schon. Naja, ich esse die mal. Das kenne ich jetzt mittlerweile. Das ist Giersch. Giersch. Ich glaube, die großen sind nicht mehr so lecker oder so. Das ist jetzt, glaube ich, schon relativ alt und groß. Aber ich probiere es einfach mal. Ja. Kann man essen. Und davon gibt es eine ganze Menge. Und dann habe ich noch andere Sachen kennengelernt. Findet man also sehr gute Videos bei YouTube zu Kräutern, die man halt so draußen einfach finden kann im Wald. Hier meine nächste fette. Guckt euch das an, wie groß die ist im Vergleich so zum Daumen. Ich habe einen ziemlich großen Daumen. Dann pflücke ich hier mal noch die ein oder andere. Das ist ja Schlaraffenland. Das ist jetzt genau die richtige Jahreszeit, also die ist bald vorbei, die Zeit, vermute ich mal. Ups. Und daher schlage ich mal noch richtig zu, da ist, was ist das denn für ein Tier? Eine Biene, eine Hummel oder so? Naja. Ja, also perfekte Ecke hier. Ja, das wollte ich euch bloß mal kurz zeigen. Ich glaube, das ist, nagelt mich darauf jetzt nicht fest. Ich bin mir ziemlich sicher, aber es ist keine Garantie. Ich glaube, das ist die Knoblauchrauke oder Ranke oder so, Raute. Hier, ich zeige euch, dass man die essen kann. Also ich hab die auch schon ganz viel davon gegessen. So sieht die aus. Ein ganzer Busch, ganzer Wald. Ich hatte noch größere gegessen. Die schmeckt ziemlich stark nach Knoblauch. Man soll aber nicht so nach Knoblauch dann stinken irgendwie danach. So habe ich das gehört. Aber ob das jetzt stimmt, kann ich nicht so genau beurteilen. Man riecht sich ja selber nicht so richtig. Also schmeckt so ziemlich ähnlich wie Knoblauch, so ein bisschen wie, ja, so ein bisschen grüner Knoblauch oder so. Also auch gar nicht so scharf, ja. Also also Knoblauch ist ja meistens krass scharf schon, wenn man den pur isst. Also habe ich selten getan. Aber das ist halt nicht wirklich so scharf. Das kann man halt echt gut essen so. Das halt kann man ganz gut wegsnacken. Und ich habe eine ganze Menge davon gegessen.
Das heißt also, ich hab auch keine blöden Nebenwirkungen oder so gemerkt. Also es scheint doch okay zu sein. Aber man sollte dann wirklich, ich habe jetzt gemerkt, normalerweise hätte ich jetzt hier, ups, unter dem vierten Trieb oder so, also naja, wie man noch, weiß nicht, wie man das jetzt zählt, eins, zwei, drei, vier. Also normalerweise hätte ich beim vierten Trieb abgeknipst, jetzt habe ich mal unter dem fünften und da war es dann schon ein bisschen schwieriger. Aber es wird dann holziger oder so härter und dann ist es nicht mehr so ganz so gut zu kauen. Ja, das ist jetzt schon fast zu lang. Also eigentlich da, wo hier mein Daumen ist, mein Daumennagel, da ist eigentlich der beste Punkt, glaube ich, zum Abcutten so. Oder kurz über dem fünften Ansatz, vor dem fünften Blatt. Dann ist es immer richtig frisch. Aber es ist Unterschied. Bei manchen ist es ein bisschen anders. Also es variiert manchmal. Aber so ungefähr ist, glaube ich, der beste Punkt. Hier so ganz, ja, ist auch schon... Ist so ungefähr der beste Punkt zum Abknipsen, finde ich. Also, wenn man das irgendwie zum Kochen oder so nimmt oder noch ein bisschen weiter verarbeitet oder so, dann kann man vielleicht noch ein paar Zentimeter mehr nehmen. Aber es gibt so viel, deshalb habe ich das genommen und passt eigentlich. Ja. Ja, also wie gesagt, Knoblauch, Raute. Oder wie auch immer, so ähnlich, glaube ich. Und natürlich Brennnesseln gibt es auch jede Menge. Habe ich auch schon gegessen. Im Moment ist das ein bisschen schwierig. Also die muss man... ist ja klar, dass die so brennen. Also man kann... Ich versuche es mal vorzuführen. Wenn ich jetzt gerade schon ein Video mache. Also man kann die... Wenn man so ein bisschen das kennt, ein bisschen geschickt ist, kann man sie halt auch anfassen. Ich überlege, wo ich die jetzt abknipse. Vielleicht zum Vorführen ein bisschen kürzer. Genau. So, dann hat man sie jetzt hier. Ich zeige es euch gleich mal. Ja, also dann könnte noch ein Trieb weiter nach unten gehen. Der sah auch noch ziemlich gut aus. Aber jetzt zum Vorführen, damit es nicht so pieksig ist, damit ich nicht so viel Arbeit jetzt habe hier, damit es nicht so lange dauert. Also man kann das zum Beispiel so klopfen oder auch so, man könnte es auch mit einem Stein machen. Hier gibt es so Steine, aber ich versuche mal mit dem Klopfen, ob das vielleicht schon reicht. Ja, eigentlich kann man macht's zum Beispiel, kann zum Beispiel mit Nudelholz machen oder mit einem anderen Holz irgendwie. Ich habe mir überlegt, das in so einer Plastikdose. Ich habe da so 2-3 Hände voll, je nachdem, was man für eine Dose hat. Also die Dose halt nicht ganz vollstopfen, sodass es halt noch locker umherfliegen kann. Und dann die Dose zumachen, Deckel drauf und dann halt schütteln, so 1-2 Minuten richtig kräftig schütteln, dass halt diese ganzen Nadeln sozusagen abgehen von der Brennnesseln. Und dann, also ich habe es jetzt eigentlich noch nicht so richtig gut gemacht. Ich zeige es euch jetzt aber trotzdem mal, wie ich die esse. Vielleicht piekst das ein bisschen, kann ich mir gut vorstellen. Autsch, naja, so ein bisschen piekst es, aber es geht, ja. Aber wie gesagt, wenn man es mit dieser Dosentechnik macht, fand ich jetzt eigentlich am besten. Bis jetzt von den Techniken, die ich so kenne. Ja, und es ist wohl auch ziemlich gesund und schmeckt auch eigentlich so einigermaßen. Also schmeckt so ein bisschen scharf oder pieksig. Also es brennt dann auf der Zunge so ein bisschen von dieser Säure oder so. Ja, naja, ich esse jetzt noch hier weiter und spaziere noch ein bisschen rum. Und sag dann erstmal Tschüss und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.